Jedes Jahr kommen mehr hierher zum Pfingstfest der Jugend nach Salzburg. Heuer sind es etwa 6.000, die hier sind. Das Programm klingt recht fad. Angefangen von gemeinsamen Gebetszeiten über Inputs zu Glaubensthemen bis hin zu Workshops und gemeinsamen Gottesdiensten. Doch ist es hier wirklich so langweilig? Hören wir uns an, was Jugendliche dazu sagen. Das ist wahnsinnig greifend und begeistert und erfrischend, wenn man erlebt, dass so viele junge Leute Jesus Christus feiern, also dass er in uns, mit uns lebt und so viele Leute, man eigentlich auch sieht an den ganzen Leuten, dass sie wirklich den Heiligen Geist empfangen, jeder strahlt und jeden taugt es und es gibt wahrscheinlich keinen Gestritt und keine Streiterei und alles ist positiv und ja, das ist wahnsinnig krafterfüllend, also man schöpft da viel Kraft für ein ganzes Jahr. Man vergisst ein ganzes Leben nicht, sagen wir so. Also Salzburg ist der absolute Hammer. Das Gute ist halt einfach, dass man halt merkt, dass man nicht alleine ist, weil so oft ist es ja immer so, dass man in der Kirche so alleine unter Senioren sitzt. Und wenn man dann hier ist und mit 5000 Jugendlichen zusammen da beten kann, ist schon echt toll. Genau, also ich finde es auch voll gut, weil man einfach sieht, dass es total viele Jugendliche eigentlich gibt, die auch katholisch sind und mit denen man total viel Spaß haben kann. Und die Musi ist auch richtig gut und generell kommt man einfach total erfüllt vor. Ja. Ich muss einfach sagen, wenn wir so viele Jugendliche hier sind, man merkt einfach bei dem Kongress hier wirklich die Präsenz vom Heiligen Geist eigentlich, was man, die ganze Freude, wo hier ausgestrahlt wird, jeder ist gut drauf. Es fallen so viele freundliche Worte, da ist einfach ein Heiliger Geist mitten unter uns. Der Heilige Geist verändert auch, wenn man zum Beispiel bei der Anbetung der Abend der Barmherzigkeit, da war ich zum Beispiel am Anfang, war ich voll abgeneigt davon und habe mir gedacht, was sind da für Leute und halten die Hände in die Höhe. Und nach einiger Zeit, das braucht zwar ein bisschen, fängt man da auch langsam an, die Hände in die Höhe zu stecken. Und was ich hier genial finde, ist die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft gibt auch einen Impuls nach außen dann und bewegt wieder andere Jugendliche dazu. Es sind dieses Jahr 6.000 Leute und wenn jeder einen Freund mitbringt, dann sind wir nächstes Jahr 12.000 und dann werden es immer mehr. Danke. Praise be Jesus Christ! Now and forever! Now and forever! Praise be Jesus Christ! Halleluja! Yeah! Halleluja! Yeah! Halleluja! Yeah! God is good! All the time! All the time! God is good! Pfingsten ist für mich ein wundervolles Ereignis im Jahr, wo man immer neue Leute kennenlernt. Man spürt einfach die Nähe Gottes und es ist wundervoll. Also ich komme jedes Mal nach Pfingsten, weil man merkt einfach, wie der Heilige Geist jeden Einzelnen erfüllt und darum komme ich auch jetzt mal wieder. Also beim Pfingstfest lernen die Menschen in Gemeinschaft den Gott erkennen und man spürt ihn im Herzen und kann richtig fühlen, dass er in die Gemeinschaft tritt. Es ist einfach voll super, weil man spürt wirklich, dass Gott unter uns ist und dass er da ist. Und es ist halt nicht nur das, sondern man lernt auch ganz viele neue Menschen kennen und man hat ganz viel Spaß dabei und es ist einfach ein super Ereignis im Jahr. Wir beten zusammen an, den Herrn an und dass wirklich die Jugendlichen auch kommen, ja, in diese katholische Gemeinschaft und dann auch so ökumenisch, ja. Also ich finde es super cool hier, weil hier ist einfach jeder super gut drauf und man hat so total viel Spaß mit Leuten. Also man kennt hier ja nicht so viele, aber man lernt eigentlich jeden so irgendwie kennen, weil sich jeder so verbunden irgendwie fühlt, weil jeder so eine Gemeinschaft ist. Es ist einfach so schön hier, wie alle super gut drauf sind und es macht echt super Spaß. Ja, ist echt cool. Ja, also mir gefällt hier am besten der Lobpreis, da wird man so richtig, kommt man richtig in Stimmung und man wird richtig erfüllt und es macht einfach Spaß, da mitzusingen und ja, das gefällt mir hier so am besten. Okay, ich bin dieses Mal zum zweiten Mal da. Ich war letztes Jahr war ich zum ersten Mal da und es hat mir so gut gefallen. Zuerst wollte ich nicht, ich wurde zum Glück überredet und jetzt bin ich wieder da und nächstes Jahr bin ich garantiert wieder dabei. Ich kann euch nur raten, kommt her, sind tausendliche Jugendliche da, das taugt euch. Ja. Ja, ich fand das Musical total toll, weil es halt eine Alltagssituation war und man hat es richtig gut nachvollziehen können und es hat mir richtig gut gefallen. Ich fand es total cool, wenn man hier total vom Heiligen Geist erfüllt wird und das ist einfach total beeindruckend, wenn alle dann die Arme hochheben und das ist einfach nur richtig Wahnsinn.
Wie findet ihr Rock im Park? Ja. Wie findet ihr die Fußball-Weltmeisterschaft? Ja. Und wie findet ihr den Pfingstkongress? Ja. You're my everything. 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 You're my everything.